So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich muss mich ein bisschen anstrengen mit dem Sprechen, mit dem Reden, denn ich habe es im Community-Tab schon gepostet gehabt. Ich bin heute um 5:30 aufgewacht. Ich hatte solche Schmerzen, ich konnte nichts mehr schlucken. Es war so die Hölle, keine Ahnung, irgendwas war da im Hals. Du hast gedacht, du musst husten, dann fliegt das raus, kam aber nicht. Du hast gedacht, du musst schlucken, dann geht das runter, kam aber nicht. Jetzt bin ich in die Notaufnahme. Von 6 bis 10:30 Uhr alles Mögliche da gemacht, Magenspiegelung, sonst was, überall Sachen in Löcher gesteckt und reingeguckt, bis ich nach Suhl dann zur HNO kam und dann das Resultat, nachdem sie nochmal ein paar Sachen in die Nase gesteckt haben mit einer Kamera, um da reinzugucken, wie es hinten aussieht, ist das Resultat folgendes: Es ist ganz normal, mit dem Alter ist das so, ja, das heißt, ich bin so alt, dass wenn ich lieg und schlaf, die Muskeln nachgeben und mir alles, was ich in mir hab, es fällt alles in sich zusammen und daran ersticke ich dann fast. Kurz vor dem Ersticken wache ich dann immer auf und durch dieses Ersticken und Ansaugen, das gerade so richtig schön erklärt, ist das geschwollen, hat das wehgetan, ist das auf jeden Fall richtig heftig gewesen. Jetzt bin ich aber wieder da. Der Community Raid sollte eigentlich ab 11 Uhr kommen. Jetzt haben wir hier einen gefunden. Da hinten sind die Jungs, die zeige ich euch gleich, aber bevor ich euch die Jungs zeige, möchte ich erstmal kurz sagen, wen wir einladen zum Community Raid. Ich habe hier nämlich wieder gepostet im Community Tab, deswegen heißt das auch Community Raid. Ihr seht, hier war der heftige Post, zack, und hier haben sich 18 Leute direkt eingeladen, ist auf 14.30 Uhr jetzt angesetzt. Und die ersten 5 waren Jojo der Echte, Shenaya, Brotpilot, Lima, Guzzi, Darit, Matzo, Fix. Guzzi, Darit hat bis jetzt noch nicht angenommen, konnte ich mir noch nicht markieren, macht er aber sicherlich noch bis 5:30. Da muss ich wieder gucken, wie ich den reinkriege. Und auf dem zweiten Handy waren es dann Flonji, Juli, also Juli, Junoria, Juniora, Fabi lebt, ach nee, Fabi liebt Jana, der lebt ja nicht in ihr, der liebt sie nur, und Pupek. Da hat aber Flonji noch nicht angenommen gehabt. Ich habe auf beiden Handys also nur 4 Leute jetzt. Wir gucken jetzt mal, was das wird, ob die dann alle reinkommen. Sie müssten dann 16 sein, 10 eingeladene, 6 von mir, 2-mal vom Iswo, einmal Hannes und einmal Pupsi, sind das insgesamt genau 20 Leute. Ich habe euch hier oben mal abgestellt auf die Badewanne. Hier steht noch so ein altes Auto, ne? Und hier drüben seht ihr gleich auch mal die Arena. Das ist die Arena hier, der Glockenbrunnen in Wallraps. Eigentlich soll ich mich ein bisschen schonen, nicht so viel reden, aber ich rede ja jetzt nur einmal. Die nächsten Tage haben wir Zeug gefilmt, Material. Und guckt mal, der Iswo hat sein heftiges Bobby Lashley T-Shirt an. Oh mein. Der Hannes hat sein heftiges EBS T-Shirt an. Sandra hat gar nichts an, so wie es aussieht. Das ist einfach nur Hautfarbe, kennt man ja. Wir werden jetzt kurz, Beitsche, genau, beige, kennt ihr. Wir werden jetzt kurz was für den Übergang fangen. Gucken, ob die zwei Kameraden noch annehmen. Und dann schön, dass die Jalga raiden. Nehmen am besten einen Bodenangreifer oder so, wenn ihr da was habt. Ne? Ich nehme Schlurp. Er nimmt Schlurp, wie immer. Und es kann shiny sein. Darauf freuen wir uns besonders. Und vor allem werde ich bei die Jalga ein bisschen wieder mehr raiden als bei Mewtwo. Da wollte ich nämlich eigentlich gar nicht. 100% die Jalga Level 50, Max gepusht, muss sein. Bis gleich im Raid. So, damit ihr mir glaubt, dass ich auch wirklich im Krankenhaus war in Suhl, habe ich mir extra hier gefaked so einen kleinen Wattebausch an den Arm geklebt, damit es so aussieht, damit ihr Mitleid mit mir habt und alles. Wir gehen jetzt hier auf die Arena. Es lädt ein bisschen. Ich gehe natürlich zuerst mit den zwei Kleinen rein, weil ich da ja einladen muss, ja. Das heißt, Iswo, du kannst jetzt auch rein. Der Iswo ist nämlich immer so gierig und voreilig. Aber das macht er nur zum Spaß. Der kennt sich ja aus im Regelwerk. Wir haben jetzt hier Fabi, Libjana, Flonji, Juli, Juinora, Pupek, Brotpilot, Lima, Matzofix, Jojo, Shenaya. Und wer eben gefehlt hat, immer noch, war Guzzi Darit. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal drauf. Ich habe die jetzt auch sortiert. Nach Freundschaft sozusagen. Der einzigste, der neu angenommen hat, war der Brotpilot Lima. Die anderen haben alle Stufe 1. Guzzi Darit hat nicht angenommen. Kann ich deshalb jetzt auch nicht
einladen. Wäre ein Platz wieder für einen anderen gewesen, aber keine Ahnung, was da los ist. Wenn er das sieht, kann er mal reinschreiben, was los ist. Ich habe auf jeden Fall die Anfrage rausgeschickt. Hier nimmt es Rihornio, Knackrack, Groudon, Sumpex, Knackrack, Groudon, Boden, Knackrack, Lavados. Hä? Hier hat's Heatran drin. Hier habe ich ein Kampfteam. Also wir müssten eigentlich 19 Leute sein dann, dadurch, dass Guzi Darin fehlt. Jetzt sind es 19, das sieht gut aus. Da hättest du gar noch der Xtreme mitmachen können. Der wohnt doch hier im Glockenbrunnen. Ja, aber den hast du ja jetzt nicht mehr dabei. Jungs, guckt euch das an. Ich glaube, ich habe eine gute Laune. Ach komm, das Teil, das ist so gut. Da nimmt man jetzt auch mal Feuer. Ist ja klar, es hat ja auch Stahl. Ja toll, du kannst eigentlich Feuer nehmen wegen Stahl. Du könntest aber Kampf nehmen wegen Stahl. Du könntest Boden nehmen wegen Stahl. Also es ist eigentlich komplett egal, was man nimmt. Es ist alles effektiv. Sehr gut. 8 Sekunden noch. Ich zeige euch nochmal hier die Pflanze. Zack. Da ist die Pflanze. So sieht die aus. Ne? Mann, Pupsi. Habe ich dich erwischt. Schon wieder. Jetzt drücken wir mal hier drauf. Ich stelle mich mal hin, damit mir die Knie nicht so wehtun. Und ich hier runter äume. Viel Erfolg. Jo, ich bin mit Schlupf dabei. Unreichlich shiny Ausbeute. Weiß zufällig jemand den 100er Wert? Ich habe mich wieder mal nicht 23, informiert. 23,9 glaube ich. Weil ich am 23,3 an 98 gehabt. Oder 23,2. Also über 23 ist ja auf jeden Fall eine feine Sache. Das ist ja dann so ähnlich wie beim Mewtwo. Ihr seht auch, wie die hier reinhauen. Ich meine, gut, wir sind 20 Leute, aber selbst mit 20 Leuten hat es schon mal länger gedauert. Ja, man hat also viel bessere Pokémon, es ist alles viel effektiver, man hat viel höher gelevelt. Als es das erste Mal da war, musste man gucken, wie man den niederkriegt. Jetzt ist es zurück, jetzt als Shiny und ihr seht, es fliegt einfach von einer Ecke in die andere. Ich glaube, zum Fang gehe ich wieder darüber dann zu meiner hässlichen Waschwanne, Badewanne. Und ansonsten drücke ich hier jetzt mal fix durch. Ob da ein Shiny dabei ist. Wer ein Shiny hat, kann es ja mal sagen. Beziehungsweise könnt ihr auch eure Werte fix sagen dann, was ihr habt. Hier ist die Box voll. So ein Schwachsinn. Ich verstehe das nicht. Eigentlich wurde doch mit dem Update eingeführt, dass wenn die Box voll ist, du den Raid gar nicht mitmachen kannst und vor dem Raid aussortieren musst. Jetzt ist jedes Mal, wenn ich fangen will, steht da, die Box ist voll. Wenn der Raid natürlich nur kurz da wäre, wäre es Quatsch. 22,91 sehe ich hier auf dem, das ist ein 96er mit 13 Angriff. Jetzt gucken wir auf dem, Shiny habe ich bisher noch nicht gesehen. Also bei uns jetzt hier in der Runde gerade. Das ist ein, auch kein... Dein kleiner 22,56. 22,63. Ja, also irgendwas über 23 ist nicht dabei, so wie es sich anhört. Das heißt, ich nehme den großen Netz mit, lasse sie da in Ruhe fangen. Und watsche wieder zu meiner Wanne. Die fand ich nämlich cool. Beim Fangen möchte ich nämlich gerne stehen, sodass ihr mir auch, ihr mich auch seht. Ja, ist nicht schon wieder hier. So rum. So, Ramses der Dicke, stylisch. Mit meinem neuen Armband auf jeden Fall. Und es ist ein Nicht-Shiny. 22,40. Das ist wieder eins der schlechtesten in der ganzen Runde. Ich finde, das hat auf jeden Fall einen riesengroßen Kreis. Seht ihr ja hier, wie groß der ist. Lasst euch aber nicht täuschen, der sitzt ziemlich weit hinten. Also wenn ihr den Kreis eingestellt habt, so wie jetzt, und reicht, wenn er so groß bleibt, müsst ihr wirklich Power in den Wurf geben und richtig weit hinter schießen. Bei anderen ist es anders, die sitzen voll weit vorne und deswegen ist der Kreis so groß. Man schnibbelt ihr den Ball hin und dann ist er drin. Bei dem ist es anders, der Kreis täuscht euch, ihr müsst wirklich weit werfen. Er greift wieder an, wir zwirbeln wieder, werfen hinter, einfach fabelhaft. Junge, Junge, brauchst du mal ein neues Licht hier im Auto. Eins, zwei, wackelt und kommt raus. Wenn ihr heute schon Dialga Raid gemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr schon ein Shiny bekommen habt, schreibt es in die Kommentare. Wer das erste 100er bekommt, schreibt es in die Kommentare. Jetzt habe ich den Kreis wieder verstellt. Ich muss auch erstmal sehen, dass ich nachher noch was esse. Hannes hat sich, glaube ich, heute schon Döner gegönnt. Isst wohl Rest Pizza.
Pupsi hat noch nichts. Vielleicht hole ich mir einen Salat mit Pupsi. Schön mit Gaumenstreifen so zum Hinterwürgen. Naja, wir gucken mal, wie das ist. Es ist jetzt am Wochenende, ist auch Stadtfest in Hibu. Hat der Chinamann uns eingeladen, aber ich muss jetzt die Tage erstmal ganz gemütlich machen. Das heißt, ihr seht alte Videos übers Wochenende, solange wie Iswo und Hannes noch da ist. Alte Videos, trotzdem viel Spaß. Also die, die wir jetzt in der Woche aufgenommen haben, aber halt nicht an dem Tag aufgenommen wurden. Das ist das Letzte jetzt. Dann hört ihr mich erst wieder live am Montag. So. Er ist nicht so cool wie Groudon. Aber ja, mit ein bisschen Übung müsste da eigentlich jeder bald sicher sein. Ich verwerfe nur trotzdem immer zu. Mir ist auch so warm und ich rieche wie Iltis und keine Ahnung. Das lockt Pupsi immer an. Pupsi immer so, oh, Iltis, finde ich gut, zack. Schon wieder daneben. Ich bin gerade in der Brennnessel gelaufen. Zieh mich doch nicht schon wieder. Jegliche Berührung ist eine Schweißperle mehr auf meiner Stirn, Gefühl. Ja, das ist, da musst du Urin drauf machen, dann brennt es nicht mehr, glaube ich. Ja, ja, ich habe aber gleich, wenn die Kamera aus ist. Habt ihr das schon mal gehört, ja? Das bei, wenn man Brennnessel, dass man da Urin drauf macht und dann brennen die Brennnessel nicht mehr. Deswegen pissen die Leute auch immer ins Gebüsch. In der Hoffnung, falls einer da reinfällt, dass er sich nicht verbrennt, sondern dass er in dem warmen, sanften Urin lande. Oh. Ich hasse das. Ich glaube, ich warte jetzt nicht mehr, ich schieße jetzt einfach drauf. Egal, ob der jetzt drin bleibt oder weg ist, einfach drauf schießen und schon ist er drin. Keine Ahnung. Können wir kurz nochmal bewerten. Es ist so warm. Es tut so weh. Die Alga. 11, 12, 11. Römhild Thüringen. Und ist es nicht ein schöner Raid-Boss? Hast du Spaß gehabt, Iswo? Findest du gut? Hä? Willst du gleich 10 Stück? Schlur. Okay, der Iswo macht Schlurbraids. Wollt ihr auch Schlurbraids machen? Schreibt es in die Kommentare. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Viel Spaß bei die Jager. Schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag. Peace out for. Was? Gute Nacht. Gute Nacht. Euer Ramses, euer Hannes, euer Pupsi. Gute Nacht. euer.